Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute machen wir etwas ganz Spezielles, was ganz Gefährliches, was ganz selten eigentlich jetzt nur klappt. Und zwar werden wir versuchen, von dieser Pfeckerpalme, von dem Traveler's Tree, werden wir mal versuchen, die Ableger hier abzustechen. Also schwierig, einmal haben wir es ja erfolgreich geschafft, eine abzustechen. Die ist ja hinten drin, zeige ich euch später jetzt nochmal. Aber wir wollen das jetzt hier mal probieren. Allerdings nicht diese hier, weil die kriegen wir nicht raus. Aber ich habe hinten jetzt noch eine stehen und da werden wir das jetzt mal versuchen. Auf geht's. Machen wir jetzt mal den raus hier, wa? So. Fächerpalme. Ableger. Der kriegt an verschiedenen Stellen kriegt der Ableger raus, ne? So, oder so, oder so. Also da ist schon Stein hingesteckt. Hier ist ein Holz unter Spannung da gesteckt. Der sieht eigentlich richtig gut aus, weil der hat hier nämlich auch schon mit Wurzeln dran. Hier, der hier, ne, siehst du? Da hat er Wurzeln dran. Das sieht bei dem eigentlich schon vielversprechend aus. Ist recht großer schon, ne? Ist schon recht großer. Aber versuchen. Hier, dann kriegt andere, kriegen schon Ableger, kriegen sie schon eigentlich genug raus, ne? Nur halt mit dem Abstechen. Schwierig. Wie willst du die Heile rauskriegen? Guck mal den hier, wie willst du die Heile rauskriegen, den? So. Schwer. Frau Chefgärtnerin, wie hätten Sie es gern? Ich helfe diese. Ein bisschen Spannung halten hier. Nummer 3. Lieber ein bisschen herunter. Ich will ja nicht wieder jetzt so festmachen, dann wieder knackt er ab. Ne? Hatten wir auch schon mal. Ja, ja. Dann knackt er ab. Langsam. Ja, langsam. Langsam, langsam, langsam. Ich habe schon Spannung drauf. Das sieht gut aus. Die unten. Das sieht gut aus. Nein, die hier. Noch hier. Ist noch nicht. Nee. Ich hab noch nicht. Geht noch nicht. Guck mal. Ui. Ui. Dann man kann unten auch so klettern. Oh. 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 Noch ein Engel. Nee. Gut, dann. Jetzt gehst du aber tief rein, Mädchen. Komm zurück. Also, da würde ich mal ganz genau diese Seite. Komm zurück. Noch nicht. Diese Seite, diese. Komm zurück. Mhm. Au. Ja. Oh. Ach. Komm, deine Seite. Ja. Oh. Wieso, wie hast du denn? Da ist er. Warte, langsam. Na? Ich glaube, der geht. Wieso? Aber Topf setzen, ne? Topf. Wenn wir den noch rauskriegen, den hier. Obwohl, guck mal. Was meinst du da? Da? Der ist schon halb lose, der hier. Da. Der ist schon halb lose hier. Der ist schon halb lose, der, ne? Guck mal. Ja. Wie? Ja, ja, ja.
Wasser, ne? Ich hol nur Wasser, warte. Ein bisschen Wasser geben. Das ist... Eine da, der sieht gut aus, aber wie kommst du da jetzt wieder hin? Oh, ne? Oh! Und die schreit schon. Und die schreit schon. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Ja. Ui, hat zu viel. Guck, guck, guck. Oh, sieht gut aus. Die ist auch so. Guck mal. Aber weiß ich nicht, lieb oder nicht. Ich glaube, lieb doch. Der kommt. Diese auch so lieb doch. Der kommt. Siehst du, was da... Nee, aber... Zimin. Zimin. Oh, oder? Oh, geht. Kann nicht. Nicht immer. Bin hart, die Löhe. Hallo. Ui, Bruder, hat mehrere. Oh ne. Hart, hart. Harte. Und trocken. Kostal. Guck die Erde, denn da kannst du Wasser geben, das geht gar nicht durch. Guck mal. Schwierig, 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 schwierig. Wasser. Ja, man sieht, der Uwe ist ja ganz stolz drauf, ne? Dass wir das geschafft haben. Er kommt, ne? Er treibt aus, er kommt. Klappt. Der Erste, der es wirklich jetzt überlebt hat, dann da, ne? Unsere Marke. Die Handschuhe an heute. Wo ist meine Handschuhe an? Sawadika, hallo. Wo ist meine Handschuhe eigentlich? Ja. So. Ja, ich habe unsere Marke. Servus. So. Sehr schön. Passt. Gut. Kuhkacke rein, schwarze Erde rein. Halt mal fest. Ein bisschen Kippi. Dann rote Erde. Kuhkacke. Rote Erde. Rote Erde. Rote Erde. Boah, zieh. Na, das Ding ist schwer. Ja, schwer, der Eumel hier, du. Schwarze Erde. Kuhkacke brauche ich auch noch. Ja. Kuhkacke. Bisschen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Sehr schön. So. Oh. Oh. So. Sieht das doch gut aus. Die ist aber trocken, die Kuhkacke, ehrlich du. Anläufer zur Runde. Gut. Jetzt. Schattenleiter. Der muss im Schatten. Ne? Der ist noch jung und jungfräulich. Der muss im Schatten stehen. Wo den noch nicht vergeben, nicht vergessen mit Wasser geben. In da. Dann einen schönen Platz für Schatten. Hallo, Herr Chef. Eine mehr. Hallo. Ja, den will ich jetzt noch. Oder in hier, in der Coconut Muna. Schatten. Ja, richtig. Ja. Ja. Schwer, ne? Hilf mir, Alter! Fest mal, hit, hit.
Schön. Eine Schippe. Er steht schon, er steht mir schon. Er steht mir schon. Geht. Geht. Er steht mir schon. So. Kacke und rote Erde. Schön. Reicht schon, oder? Ja. Gut. Wasser geben, Wasser, Wasser. Die Jackfruit, die rote Dragon, will nicht die Erde, die Kacken vom Bua oder vom Mu. Sie will Kacken vom Geier. Ja, richtig. Das dann schmeckt ihre, gut. Das habe ich auch schon jetzt gelesen, und zwar beim Video vom Kackehuhn. Haben Leute auch geschrieben, es gibt auch natürlich auch noch Hühnerkacke. Ne? Und das brauchen verschiedene Pflanzen, wie zum Beispiel der hier. Ne? Apropos, wo sind eigentlich jetzt unsere Drachenfrüchte? Der Holger fragte nach, wo sind die denn? Die Drachenfrüchte. Dieses Jahr hat nicht so viel. Nee, wir hatten ja hier welche dran, aber die gehen so schnell dann. Also die wachsen verdammt schnell, und wenn du da nicht sofort dann da... aufpasst, sind sie gleich dann auch wieder weg. Wir haben sie auch schon wieder aufgegessen. Vor dem Neuner. Ja. Ah. Diese. Die Zeit ist auch noch weiter. Aber die haben wir schon weg. Hier waren ja irgendwie Blüten dran hier, ne? Aber die sind schon lange weg. Ne? Also die kommen wirklich schnell dann. Jetzt haben wir auch keine jetzt hier mehr dran. Kommt noch, die Zeit kommt noch. Ne? Mhm. Hühnerkacke. Also Hühnerkacke auch noch holen. Wir werden das hier jetzt beobachten, ist klar. Ab und an laufe ich ja mit der Kamera hier wieder rum über die Farm und werde euch dann hier auf dem Laufenden halten, was mit denen ist, ob es geklappt hat oder eben nicht. Ne? Aber die große, ich denke ja, die Blätter werden erstmal abfallen, das ist schon klar. Die werden erstmal abfallen jetzt dann da. Ne? Wird erstmal abtrocknen und dann kommt neue, dann muss wieder raus. Aber ich will die jetzt auch nicht abschneiden, weil ich weiß jetzt nicht, wo kommt der neue Trieb raus. Ich glaube, hier kommt er raus. Dann sieht es jetzt nicht. Ne? Aber die werden abfallen jetzt. Dann. Ja, probier mal diese. Wir werden, ich lasse euch dann das wissen, was passiert, ne? Mit den zwei. Gut, jetzt später machen wir. Diese ist tot. Schon tot, aber kann nicht keep out. Der ist tot, ja. Schicking die. Schicking. Ich bin doch nicht so wie du hier. Ja. Super Girl hier. Wir wissen doch schon. Ja. Du kannst die Dinger umschmeißen hier. Ui, kann auch lernen. Ui, hüte mich, fast. Ja. Ich glaube, wir brauchen noch einen Mümmelmann oder was. Wenn kippen, ganz schon werde ich sehen nach hinten. Ne? Ja, anzünden kannst du das Ding auch nicht. Brennt auch nicht der Scheiß. Ja, tot. Ne? Kampf verloren. Wir müssen umstellen, wir müssen nach und nach umstellen hier. Also diese Dinger, die müssen alle weg. Die sterben auch alle jetzt dann da. Ne? Und wir werden umstellen auf gerade mal solche Pflanzen da. Ne? Oder die Fischschwanzpalme. Oder was ist das? Weihnachtenbaum. Ja, ich weiß, mein Liebling da, 2500 einer. Yeah. Ich wollte die auch schon hin pflanzen. When we go Bangkok. Ne? Aber kostet einer hier 2500 Baht dann. Ne? Der japanische, was ist er da? Japanische Weihnachtsbaum, keine Name jetzt nicht an da, aber sieht wirklich schön aus. Ne?
Könnte man auch hier hin pflanzen, aber wie gesagt, zwei Stück davon hast 5000 Watt weg. Hey, du Scheiße, du kriegst schon wieder einen guten Akkuschrauber für, du. Boah, nimm lieber einen Akkuschrauber. Also, ich würde sagen, dass es nicht wieder so lange wird. Wir haben da noch eine, wollte ich noch mal einpflanzen. Machen wir die noch rein? Ich kann die Erde so hart. Probieren, komm. Bei. Sagst du schon Trockenzeit, gell? Oh, muss ich arbeiten. Was ist das denn, du? Guck mal. Umtauschen. Da muss ich mit. Ist schon trocken. Wahnsinn, guck mal. Was ist das für ein. Hart wie Beton, ehrlich gesagt. Boah, Hanni. Wahnsinn. Trockenzeit, ne? Das sieht dann halt so aus und das ist hier in unserer Gegend mit dem Sandboden. Die wird in der Trockenzeit steinhart. Ne? In der Regenzeit ist er so geweichter, ne? Da kippen dir die Bananenbäume um, weil das dann so weich sich dann ist, dann, ne? Löst sich alles auf und hier in der Trockenzeit jetzt Knüppel hat. Mein Daddy. Da hinten rein? Ja, probier mal. Ich kann das arbeiten nicht. Die wahrscheinlich schluckt. Ich glaube auch nicht, dass das schluckt, aber probieren. Probieren. Mal ein bisschen weichen. Knallhart, ehrlich, du, das ist so Wahnsinn. Dann machen wir erst was anderes. Dann machen wir erst da hinten den da abstechen. Okay. Bei euch. Was spritzt denn hier so? Ich denke, was ist denn das hier? Da spritzt mir der Schlauch hier an meinem Gemächt hier. Guck mal hier, guck mal hier. Da, guck mal. Da hier, guck mal. Spritzt mir der, ich denke, was ist das denn hier, du? Also. Er kommt. Er kommt. Schön. Mit dem Wasser. Wasser, schön, komm auch so viele. Ja, da was reingegeben da. Wasser. So eine blöde Erde. Nicht so hart hier. Oh, guck mal. Oh. Hat mir Spritze ganz. Das ist Hagemol, ist ja peinlich hier. Guck mal. Ja, ja. Wasser. Im Laden sah die aber schöner aus, gell, mein Schatz. Das ist die rote Trichterblüte, war das, ne? Die Trichterblüte. Und die braucht ja Sonne. Im YouTube-Studio ist ja nicht gekommen. Da war ja Schatten. Und jetzt machen wir es mal hier rein. Du kannst dann hier hochranken, hier am Gartenhäuschen hier. Da ist man schön hochranken. So mal die Idee, gell? Würde ich mal so sagen. Schön. Schöner Mix machen hier. Na? Gott, die dann da hochziehen. Gott. Schön. Tiefer. Hup. Schön. Nicht so viel wie von der roten Erde. Lieber mehr Kuhkacke und so. Weil da ist auch ja nichts drin. Ich schaue, wie der so harte Boden habt ihr, ne? Jetzt gesehen, das ist so hart, ist das dann in der Trockenzeit. Ne? Ja gut, hier war ja, ne, da haben wir noch abgefüllt hier. Ist ja hier nochmal so ein Stellplatz hier, ne? Da haben wir hier Stellplatz so hier. Zack, ne? Wenn ich hier nochmal hinstellen kann.
so die Theorie. Dahinter, ja genau, dahinter, ne, für das Wasser nicht wegläuft beim Gießen. Kommt deine Papaya hier nicht, die Kleine? Ja. Will die nicht kommen? Scheiß Boden hier, ehrlich, dumm. Also, hier musst du wirklich viel Dünger geben. Ne? Schwarze Erde, Dünger geben, die Kuhkacke oder was, ne? Wer? Ja, ja, der klar lebt ja noch. Ja klar, der sieht noch gut aus. Hallo, nicht so sparsam mit dem Wasser hier. Ja, langsam. Ach so, langsam. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja? Kann die dann da hochziehen. So mal die Theorie, aber die braucht auch viel Dünger wegen den Blüten. Ne? Jetzt habe ich ja zwei davon gekauft. Wo kommen denn die hin? Ja. Nee. Eine reicht. Wir müssen erst mal gucken, ob die kommt. Ne? Ja. Ob die kommt hier. Wie gesagt, Sonne, Platz. Ich wollte da hinten eigentlich jetzt noch hin. Ich gedacht, hier auf der anderen Seite hin, ja, ne? Aber hier ist auch wieder zu viel Schatten da. Und kommt das wieder nicht hier, hat es auch wieder scheiß Boden hier. Da wächst ja auch schon die Pflanze hier, die wird auch ziemlich groß. Am Fahnenträger hier. Tja. Da fällt mir gerade ein hier. Ich heute noch gelesen in den Kommentaren wegen den Stacheln hier von der mit Kaktusfeige. Die hat eigentlich nichts dran hier. Die hat keine Stacheln dran hier. Das ist eine ganz andere Sorte wahrscheinlich. Ne? Guck mal, da ist nichts. Da kannst du dran gehen. Die ist wie glatt rasiert. Ah, schon ein Loch drin hier. Aha. So. Da ist nichts dran. Guck mal. Aha. Guck, nichts. Ganz andere Art, ne? Scheinbar. Thailändische Art. Ohne Bart. Da ist nichts. Keine Stacheln. Schön. Pflegeleicht. Und sicher. Ich schweife ab. Ach, da ist das Ding schon wieder, die olle Spritze. Da stehe ich schon wieder hier. Guck dir mal das an, dass das wieder richtig ist. Boah, und der ist kaputt. Und der spritzt mir hier da immer hin, da wo er nicht hin soll. Ist ja ekelig. Also, ich habe keinen anderen Platz gefunden. Ha, 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 ha. Da habe ich auf jeden Fall zwei davon und weiß gar nicht wohin. Na, Uwe, du bist der Held. Da müssen wir mal gucken, wo wir den zweiten hinstecken. Sonneplatz mit Rankhilfe. Da muss ich echt mal schauen. Da. Okay, da steht noch einer hier. Ja. Im Laden sahen die besser aus. Da. Schöne Blüten dran. Bitte. Ja, wohin damit? Ich weiß es jetzt ganz spontan echt noch nicht. Was macht die Krüppelkokosnuss? Die treibt wieder aus. Aber nicht schön, ne? Nicht schön, nicht schön. Aber es kommt was, es kommt was. Guck, hier oben war ja der Käfer drin hier. Unten sieht er, wie sieht er aus? Man kann noch nicht wieder sehen, aber gut sieht er nicht aus. Noch nicht wieder grün, aber er treibt aus. Er hat Kraft drin hier, ne? Guck, da war der Käfer drin. Ne? Ich mache jetzt so, ich gebe jetzt immer jeden Tag einen Eimer Chlorwasser rein. Ich will das jetzt wissen. Kaputt ist er sowieso. Ne? Kaputt ist er sowieso. Aber dass der Scheißkäfer sich darin wirklich nicht mehr wohlfühlt, ne? Und dass er abhaut. Ich hoffe mal, dass die Brut auch verschwindet. Welcher da drin ist, weiß ich nicht. Ob das der Gnashornkäfer ist oder ob das der rote Palmrüssler ist, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich probiere es jetzt so. Ehrlich, ist mir scheißegal. Jeden Tag ein Eimer mit Chlorwasser in die Spritze rein. Zack. So, mal gucken, was passiert. Vielleicht kann ich retten, ich weiß nicht. Ne? Versuch macht klug. Ach, meine Frau, die ist sowieso kaputt, hier, der kleine Papaya hier. Ja, dann sagt meine Lieblingsfrau, ach komm. Wir machen diese. Wir machen dann zwei Stück dahin. Dicke Fuß. Dicke Fuß. Ich hole. So wie hier, sagt sie. So wie hier, dicke Fuß. Mach unten mehr rein. Na gut, von mir aus. Wenn Frau Gärtnerin das so sagt, dann machen wir so. Schwer, ne? Rote Steine, die hier. Rote Erde haben wir schon mal nachgefüllt.
passiert mit Schwarzer Erde? Warten. Da hast du gar nichts rein da. Was? Was? Ja, schön. Na ja, gut, ist genug Schwarzer Erde drunter. Schön, passt. Kacke. Kacke hier. Kacke hier. Was haben die hier drin? Was ist das Gelbe da? Was ist das Gelbe hier, Paul? Vitamine. Ah, siehst du? Ja. Aha. Vitamine, aha. Siehst du, der braucht viel, ne? Aha. Der braucht viel Vitamine. Ich glaube, das muss nicht geizig sein hier mit Vitamine hier. Wir werden sehen, ob er kommt. Auf jeden Fall ist der Platz hier jetzt richtig hier. Ne? Sonnig. Ne? Und Vitamin nicht vergessen. Aber ihr wisst ja, daran soll es nicht liegen. Ne? Wie viele Säcke sind das jetzt? 50? 100? Und jetzt Kuhscheiße hier. 50? Daran soll es ihn liegen. Kuhscheiße haben wir genug hier. Der ist ja schon drin hier. Den hatten wir schon vor ein paar Tagen schon eingepflanzt, den hier. Der war schon drin. Hat man das schon selber gemacht, ohne Kamera. Aber da steht er drin. Neben dem anderen hier. Ja. Flaschenpalme. Genau, ich putze nochmal die Kamera voll hier. Du. Hallo. Kleiner Spritzer. Nur ein Stück, oder? Noch sind die Früchte da hier. Ja. Die schmecken so ähnlich so wie Marzipan. Also ist schon, hat so einen leichten Marzipan mit Geschmack dran. Aber die Welpen letztes Mal haben uns die wirklich alle weggefressen. Echt wahr. Und es sieht aus, als wenn die Frucht wieder reif ist, kommen die Welpen auch wieder, ne? Mhm. Lamut. Langsam, aber lecker. Lecker. Und der wächst auch ganz langsam. Also dieser Baum wird wirklich ganz langsam. Ne? So, Jungs. Über Spritzen. Und Mädchen. Lieblingsbeschäftigung Spritzen. So, wie gesagt, also Wochenzeit. Ne? Es hat ja hier etwas geregnet, ja. Aber ihr habt es gesehen. Der Boden ist knüppelhart, ne? Wir müssen regelmäßig gießen, sonst ist alles wieder kaputt. Ne? Ich muss Vitamin ausholen. Gerade hier. Ich habe das Drucken zunächst und fertig, dann später. Also diese, die kann man auch pflanzen. Also wir haben ja mit dem Käfer hier dran keinerlei Schwierigkeiten. Hier geht er auch nicht dran. Hier fehlt dieser Mulben, ne? Der fehlt hier. Da geht der Käfer nicht rein. Ne? Und dann kommt das auch dann gut. Ne? Also die werden wir dann nach und nach dann wohl hier einpflanzen, ne? Oder ähnliche Palmen, wo der Käfer dann halt sich nicht wohlfühlt. Ne? So. Die geht auch eigentlich nicht. Ne? Habe ich auch wieder falsch gesehen. Die kriegt, glaube ich, auch so ein Mulden drin. Ist schön. Aber ist schön. Ne? Na gut, also ich würde sagen, das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Wir halten euch auf dem Laufenden über den Abstecherfolg hier, ob wir es geschafft haben. Aber es wird langsam, also wir können das jetzt nicht in 14 Tagen sagen oder so. Ne? Das dauert erstmal ein paar Monate, um das wirklich zu sehen, ob wir es wirklich austreiben. Dann. Wie nicht schön. Hä? Was ist nicht schön? Kaputt so viel hinten. Ach, das ist erstmal schlecht. Ja. Ja, oh, der Hintergrund, der ist schöner, der stimmt, das ist jetzt richtig so. Also. Ne, also wird jetzt ein paar Monate dauern, ob wir das dann wirklich jetzt geschafft haben. Das zeige ich euch aber dann immer wieder mal, wie es aussieht dann da. Ne? Bin selber mit gespannt, ob wir es mit geschafft haben. Aber ich denke, der Dicke, der wird es auf jeden Fall packen. Der Dicke dann. Also, das war's für heute und tschüss, ciao. Kako like, share, subscribe, und die Tanja nach Hause bringt und ein Tanja kommt über und von Kako und Kaka. Tschüss, Leha, mit Erle, Sevude, Bittenwurke und Fiatli. Und tschüss. Songkrank. Ist eine Spritze. Eine Spritze hier. Ciao.